Und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Etwas traurig ist es schon. So. Aber ich habe gerade nämlich hier die Kiste noch ein bisschen aufgefüllt, wie ihr seht. Der Recycler läuft. Die Scripts-Boxen werden produziert. Kommen alle hier rein. New habe ich schon ein bisschen mehr und werde auch dann in der späteren Zeit ein bisschen mich einfach hinstellen und ein bisschen ansammeln. Damit ich halt ein bisschen mehr New bekomme. Aber bevor wir halt da immer drauf warten und es hier nicht weiterläuft, werde ich noch ein paar Panels machen. Panels. So, auch so. Sollen wir mal vielleicht noch Solar eingeben. Vielleicht ein bisschen Tacken besser. So, Solar. Ja, und Generator, da brauchen wir aber hier von Elektrik-Schaltkreise noch. Das craften wir jetzt mal alle selber, denn habe ich gerade keine Zeit zu. So, machen wir mal. Isolierte. Ach nö, hat er schon wieder nicht gespeichert. Manchmal denke ich auch, naja, das ist schon wieder nicht gespeichert hier. Muss ich schon wieder alles machen? Naja, ist auch egal. Naja, naja. Nochmal ein Stack, das sollte reichen. So, mit dem Stack Kabeln hole ich mir mal hier irgendwo. Da haben wir es. Stack Wabas. Bam. Jetzt habe ich keine Kabel mehr, genau, waren 60-60. Jetzt gucke ich mal, Refind, ja, auch Refind habe ich genug. Da müssen wir uns auf jeden Fall jetzt mal ein paar machen, vielleicht 8 Stück. Was müssen wir machen? Ja, 8 brauchen wir allein dafür. Wir brauchen 16 davon. Das machen wir nämlich alles nochmal schnell. Machen wir uns vielleicht noch ein Panel, ein weiteres Panel. 16 davon. Dann. So, in der Mitte, das dahin. Silber nicht, Zinn. Oh, habe ich denn so viel Zinn? Da ist noch Tin. Kein Zinn, sondern Tin ist noch da. Da brauche ich 8 davon. Jetzt muss ich gucken, habe ich mehr Eisen oder mehr Kupfer? Das weiß ich gar nicht. Wir können sowieso noch mal ein bisschen Eisen da hinten durchschmelzen. Brauche ich eh. Bohrfurnace. Smelt. Achso, das sind die ganzen Magma Crucibles. Okay. Ach, davon. Den lasse ich jetzt laufen. Dann brauche ich Öfen. Die Batterien und da veredeltes Eisen. Ein Ofen. Ach nee, da brauche ich einen Eisenofen und einen Maschinenblock. Ja, da war ja was. Entweder so oder so rum. Naja, machen wir mal 8 Stück davon. Dann brauchen wir Fornaze. Da haben wir ihn. So, 8 Generatoren. Mit 8 Generatoren machen wir mal direkt weiter. Glas, Glas und das, ich glaube, in der Reihenfolge. Und 8 Solarpanels. Und um ein Solar noch so ein größeres Solarpanel zu machen, nämlich hier das hier. Da brauche ich 3 Kupfer und 2 Kabel. Und ein bisschen Holz. So. Da habe ich nämlich schon mal 3 Low-Voltage-Panels, die da oben rumdoggeln. Da kommen auf jeden Fall noch mehr. Das ist ja nix. Da wird auch noch mehr Strom zugeführt. Kommen wir aber später zu. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt, ne, schaffe ich leider nicht, nur ein Atomkraftwerk aufzubauen und direkt hier neben zu sitzen. Ne. Wäre nicht möglich. Ist aber auch nicht schlimm. Ich lasse das sowieso laufen, das heißt, ich werde hier stehen. Es wird hier nichts verschwendet. Falls was so raus, droppt, rausfällt, etc., kann ich es auf jeden Fall auffangen. Da sitze ich auf jeden Fall hinter. Der Recycler ermöglicht mir auch noch, die Bienen wegzuschmeißen. Und die werde ich nämlich auch jetzt wegschmeißen. Beziehungsweise was da reinpasst an Bienen, kommt natürlich auch weg. So, einfach mal so ein paar Bienen hier mitnehmen. Fertig. Weil was ich an gemischten Züchten. Zucht haben oder als volle kommt einfach komplett jetzt weg. Ist nun mal so mit den Bienen. Zack, hier rein. Ja. Werde ich jetzt mal nach und nach noch ein bisschen rüberschmeißen, was ich alles habe. Und dann sollte das ja auch klappen. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen Scrapboxen kommen nach. Ja, passt ungefähr mal. So eine kommt nach. Wenn eine wieder fertig ist oder sieht man ja dann eigentlich im Verlauf. So, habe ich denn noch? Ja, hier ist das noch, das noch, das noch.
Ah, eine Query ist auch noch da. Komm, brauchen wir aber jetzt momentan nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich den Platz brauche oder irgendwo was hinsetze mit Minern und Queries. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, was ich jetzt vorhabe, das machen wir nämlich jetzt. Dann kann ich die Folge nämlich sozusagen am Ende ranpacken und dann fürs nächste Jahr mit dem Atomkraftwerk starten. Ein kleines Atomkraftwerk daran setzen, schon mal einen Breeder schon mal benutzen, damit wir halt damit weiterarbeiten können. Und macht das jetzt ganz einfach. Was ich ganz einfach machen wollte, machen wir auch sofort. Ne, die kann ich nicht immer noch nicht bewegen. Okay. Ja, das läuft alles gut, 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 gut. Lass ich jetzt auch laufen, kümmere ich mich nicht drum. Sehen wir alles im nächsten Jahr wieder. So, was wir jetzt aber machen ist, mein Inventar hier leeren. Das hier alles rein. Dann gehen wir lustig in den Cheat-Mode rein. Denn aus dem Grund, warum wir da reingehen, ist ganz einfach. Ich muss die Helligkeit umschalten. Und ihr wollt natürlich auch was sehen. Deswegen werde ich mich jetzt auch schön dahin beeilen. Werde den Jetpack ausziehen. Werde mich ganz gemütlich im Kreativ-Modus begehen. Und einfach mal dahin fliegen. So, jetzt wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt auch gleich ganz viele Schmetterlinge auf dem Bildschirm. Das hatte ich nämlich vorher auch. Kann natürlich sein, auch dass sie weg sind. Ne, da sind sie. Seht ihr das? Für Massen von Schmetterlingen rumfliegen. Da jetzt auf jeden Fall. Das ist natürlich immer. Das mit dem Laggen hat es damit ein bisschen, aber nur ein bisschen zu tun. Wo ist denn der Platz? Noch 100 Meter. Dann fliegen wir mal so rum. Und ich kann doch irgendwie die Karte ausschalten, ne? Nee. Nee, auch nicht. Da, Steuerung. Vollbildmodus, Symbol umschalte, Menü. Wegpunkt, die weit müsste eigentlich ein Minuszeichen sein hier. Nee, das auch nicht. N vielleicht? X, V, Y, keine Ahnung. Naja, ist egal, lass mal die Karte im Bild. Ich musste mich da in die Richtung. Und da sitzt schon was auf der Karte. Und wenn ich jetzt mich umdrehe, bam! Habe ich was Kleines, Feines hier vorbereitet. Nämlich, kennt ihr noch diese Feuerwerksraketen? Batterien? Die habe ich jetzt sozusagen hier ein bisschen nach aufgebaut. Hat ziemlich lange gedauert, wie ihr seht. Bändelkabels ohne Ende. Wie man sieht, sind die immer in einen Strang verstrickt. Eine Sicherheitslinie ist hinten eingebracht, falls ich irgendwas vergessen hätte. Und nach hinaus läuft noch eine weitere. Ich werde mich jetzt entschuldigen, dass es jetzt gleich schon leckt. Das wird wohl passieren. Weil ihr seht, weil jetzt laufen da hinten 10 PCs gleichzeitig. Und das möchte ich ja alles verhindern. Ja, jetzt läuft hier die Uhr, die Startups laufen alle. So, ach so, den wollte ich jetzt noch ändern hier. Da gehe ich nochmal kurz um Kreativmodus raus. Den muss ich nämlich hier wieder anschließen, da. Weil das habe ich extra gemacht, weil um 0 Uhr geht nämlich schön die Sonne unter und ab 0 Uhr will ich euch ein neues Jahr sozusagen wünschen. Und deswegen werde ich das immer beschleunigen hier. Da gehen wir schön jetzt auf. Zack. Und genießt das Spiel.
Ja, da war es leider mit dem kleinen Spektakel auch schon vorbei. Es ist noch nicht ganz vorbei. Ich werde gleich nochmal dieses starten lassen, denn ich will euch mal zeigen, wie das denn funktioniert. Gehen wir mal ganz schnell hier auf das Programm drauf. Und zwar sagen wir mal Edit Startup, habe ich das genannt. Das ist auf allen Programmen gleich, nur, wie ihr seht, habe ich Zeit nie eingetragen. Das ist eine Random Clock, die immer die Time von Minecraft ausrechnet, hier unten mit mathematischen Formeln. Habe ich dann Zeiten immer eingetragen. Und diese funktioniert sozusagen von 0:30 Uhr bis 2 Uhr. Hat sie bestimmte Zeiten, sprich von 0:30 Uhr bis 0:35 Uhr einmal an und dann einmal um 1:55 Uhr bis 2 Uhr einmal an. Da das natürlich jetzt auch langweilig ist, auf 1 Uhr zu machen und auch nur mit langweilig ist nur mit einem, oh, mit einem Kabel, habe ich das mit 10 gemacht. Können wir nochmal hier reingehen und wenn wir hier drauf gehen und sagen Edit Startup. Da haben wir gleich die anderen Zeiten, die hier. Da haben wir auch noch eine Zwischenzeit zu so 10:15 Uhr bis 10:20 Uhr, 1:45 Uhr bis 1:50 Uhr. Ist bei jedem kompatibel bzw. bei jedem unterschiedlich. Können wir gleich nochmal bei einem reinschauen. Und dann lasse ich das schöne Programm noch einmal starten. Und da habe ich noch eine kleine Überraschung mit dem Hebel davor. Dahinter habt ihr eine Dispenserreihe gesehen. Die läuft nämlich dann später hinein im Abschluss sozusagen. Dann gehen wir nochmal hier kurz rein. Das läuft jetzt ungefähr 2 Minecraft-Stunden immer, das Spektakel, und habe es einfach mal in jedem Programm reingeschrieben. Hier ist zum Beispiel, der läuft kurz vor Anfang. Ich glaube, das ist sogar fast der Anfang. Um 0:15 Uhr, ne, 0:05 Uhr oder so. Ja, 0:05 Uhr startet irgendwo die erste, und zwar weiß. Irgendwo ist weiß untergebracht. Except. Startup müssen wir natürlich auch starten. So, weiß ist, glaube ich, da. Weißes Bundle-Cable. Da ist es doch. Und da habe ich mir gedacht, so über 2 Stunden kann man vielleicht sich das, also über 2 Minecraft-Stunden sich anschauen. Und da ist es auch. Da fängt die erste Zeit an beim Weißen. Und dann geht die zweite Zeit über Orange, Magenta, Gelb und Hellgrau. Das habe ich mir alles jetzt aufgeschrieben hier. Das heißt, welche Zeiten und wann ich welche schalte. Gehen wir nochmal ganz schnell dann nach unten. Startup. So, jetzt wird es auch gleich wieder hell. Dann schalte ich gleich nochmal um und lass noch einmal schön starten. Dann gucken wir uns einmal noch ein bisschen drüber rum um. Das ist jetzt so gehalten, hier sind überall Dispenser. Und ich habe überall Farben reingesetzt. Die sind einmal reihenmäßig so aufgesetzt. Dann habe ich einmal diagonal. Einmal so ein X habe ich jetzt gemacht. Die erste, die dritte und die letztere verbunden. Die zweite und die vierte verbunden. Und dann habe ich, glaube ich, noch genau immer die beiden inneren, sprich 2 und 4 und oder 1, 3 und 5 habe ich dann noch immer verbunden. Das heißt, es ist immer so ein Mischmasch von verschiedenen Spielen. Es laufen mehrere parallel, sprich es laufen auch alle nacheinander, habt ihr ja schon gesehen. Hau mal ab, Schaf. Aus Abschaff, hab ich gesagt. Ich sollte dich eigentlich lieben, aber nicht heute. So, Wolle weg. So, wie gesagt, das habe ich euch erklärt. Das läuft dann hier hinten lang mit dem Bundle Cables. Hat etwas lange gedauert mit dem ganzen Zusammensuchen. Auch die ganzen Feuerwerkskörper da hier reinzustecken, hat natürlich auch einen Heiden Arbeit gekostet, weil sind ja auch nicht ganz billig. Und die haben natürlich auch ziemlich alle Effekte hier. Hier, wie ihr seht, wenn er reinguckt hier, ist das natürlich schon eine krasse Sache. Da muss ich mal ein paar rausnehmen und hier reintun vielleicht. So. Ne, sind keine passenden. Zumindest vielleicht den noch so sortieren und den mal eben hier so. Damit der auch gleich laufen kann. Ich will hoffen, dass hier überall noch. Oh, hier ist gar keiner mehr drin. Dann nehmen wir hier noch 25 raus. Checken wir mal einmal hier so ganz schnell durch. Ja, aber ich glaube, bei den Rest sieht es ganz okay aus. Ja, da fehlen jetzt auch noch welche. Komm, schmeiß rein. Wie gesagt, das habe ich dann extra ausgeschaltet. Ist natürlich nicht ganz leckfrei, weil 10 PCs mit den gleichen Prozessoren zu laufen zu lassen, als statt mit einem, funktioniert leider nicht dank Bundle Cabled, weil die irgendwie verbuggt sind hier. So.
Hier sind auf 54, ja, das reicht. Für einen Ablauf reicht's noch und hier habe ich nebenan noch Patronen gesetzt. Hier sind noch Diamanten, Farbstoffe en masse. Wenn ich noch alles wieder zurücktun, habe ich natürlich hier ein paar Feuersterne noch. Ich habe massig wirklich zusammengecraftet, habe einen Creeper gesucht ohne Ende, habe Sulfur in Hölle gesucht, dass ich halt immer was zusammenbekomme. Und das hat dann auch, wie gesagt, seine Zeit gedauert. Ich saß da, glaube ich, knapp 3 Tage dran. Ne? Aber ich will nicht drum um den Preis um den heißen Brei reden. Ich lasse das Programm noch einmal starten und dann will ich hoffen, ihr genießt die Show nochmal zum letzten Mal, zum Abschied sozusagen. Und dann machen wir das nämlich hier. So. Der stört nur im Bild, habe ich nämlich gerade gemerkt. Und dann machen wir das noch einmal. Setzen wir die Zeit auf 0 und dann genießt die Show für das Ende. Tschüss. Ich muss noch mal kurz was anmerken. Ah, jetzt startet der. Verdammt. Hab ich ganz vergessen. Hab ich ganz vergessen. Damit ich das mich in Obacht behalte, gehen wir noch mal ganz schnell zurück. Ah, tut mir leid. Das tut mir jetzt natürlich leid. Mal 2 Stück. Jetzt habe ich es natürlich wieder nicht behalten, wo es ist. Aber ich glaube, in die Richtung irgendwo. So, das wollte ich eigentlich machen wegen der Uhrzeit. Das habe ich nämlich ganz vergessen gehabt. Ich wollte nämlich auf eine Position die Uhr setzen, denn aus dem Grund, damit ich halt gucken kann, oh, 2 Uhr, dann ist es gleich zu Ende und dann schalte ich nämlich den Hebel um. Oder kurz zwischendurch schon, dass es halt läuft. Aber ich weiß ungefähr, ja, da ist der Redwood-Baum, da muss ich hin. Flip. Ah, guckst wieder drauf. Wieder alles Silverwood. Wo ist es? Da ist es. So. Da wir natürlich im Cheat-Mode sind, werden es gleich mehr sein. Werden wir wieder hier rausgehen. Und. Ah ne, komm, machen wir jetzt hier hin. Und sagen. Monitor. Top. Startup. Ja, jetzt läuft die aktuelle Zeit. Und. Jetzt würde ich sagen. Schalte ich die richtige Uhr um und dann genießt jetzt zum letzten Mal zum Ankündigen die Show. Bis dahin. Tschüss.
Ach ja, was war das für eine Show? Ich möchte mich damit herzlich verabschieden in das neue Jahr, beziehungsweise in das alte Jahr heraus verabschieden. Und ich hoffe, euch hat die Show noch am Ende gefallen. Und ich will mich eigentlich nur noch bedanken für die Community, die es eigentlich geschafft hat, mit mir sowas aufzubauen. Auch mit Dank an die anderen Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben. Wir sind nicht groß, aber wir halten gut zusammen und das finde ich auch klasse. Und macht einfach weiter so, guckt einfach weiter. Versucht immer noch größer zu werden, holt Leute ran. Wenn ihr Community verbessern wollt, vergrößern wollt, schreibt mir alles in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Bis dahin, euer Flash-JP und tschüssen!